Hallo, arbeiten Sie hier? Ja, ich bin Tierpfleger. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich suche einen blauen Stein. Ich habe gehört, dass dieser Zoo nach dem Zweiten Weltkrieg mit alten Steinen aus anderen Gebäuden wieder aufgebaut wurde. Ja, das stimmt. Wieso fragen Sie? Ihnen ist nicht zufällig aufgefallen, ob in einem der Gehege ein blauer Stein verwendet wurde? Doch. Wenn ich mich richtig erinnere, dann müsste im Krokodilsgehege so ein blauer Stein sein. Keine Ahnung, aus welchem Gebäude der ursprünglich stammte. Danke, Sie haben mir sehr geholfen. Okay, wir müssen ins Krokodilgehege kommen. Gut, kann ich ein Baguette haben? Ich frage mich die ganze Zeit, wieso Sie eine Tüte voller Baguette neben sich stehen haben. Ich warte auf die Enten. Kann es sein, dass hier alle auf irgendwas warten? Den Bus, die Enten, Godot? Bitte was? Schon gut. Wieso warten Sie denn auf die Enten? Oder besser gefragt, wieso sind die Enten noch nicht da? Normalerweise kommen sie jeden Morgen zum See neben dem Krokodilsgehege. Die wissen genau, dass die Zoobesucher gerne Enten füttern. Und dementsprechend sind sie pünktlich mit der Öffnung des Zoos hier. Schlaue Tiere. Könnte ich vielleicht schon mal ein Baguette haben? Klar, sobald die Enten hier sind. Nicht jetzt schon? Wozu? Das Baguette ist zum Entenfüttern gedacht. Und ohne Enten ist das Füttern schwer. Okay, wir müssen irgendwie schauen, dass Enten da zu ihm kommen. Schönen Tag noch. Danke, gleichfalls. Sollte man Enten nicht mit Brot füttern oder mit Baguette? War da nicht irgendwas? Weiß, kenne mich da jetzt leider auch nicht aus. Gehen wir nochmal kurz zur Brücke zurück. Die war da. Die Enten haben wir ja schon gesehen. Die sind da hinten. Enten, hübsch. Können wir irgendetwas machen, um die Enten zum Zoowärter zu locken? Den Hula-Hoop-Reifen? Wohl eher nicht. Und ich glaube, denen können wir gar nichts machen. Na gut. Dann gehen wir wieder zum Zoo. Und dann gehen wir mal... Da geht es, glaube ich, zum Krokodilsgehege. Daher gehen wir zuerst einmal zum... Da geht es... Affengehege, genau. So. Gut, da haben wir ein Loch. Der Weg ist wirklich in einem erbärmlichen Zustand. Mhm. Dann haben wir da einen Riss am Boden. Lauter tiefe Risse im Weg. Okay. Dann haben wir da einen Affen, den sehen wir uns gleich an. Eine Dose mit Erdnüsse. Eine Dose mit Erdnüssen. Kannst du den Affen wegnehmen? Den kann ich nicht erreichen. Okay. Geht das mit dem Regenschirm vielleicht? Nee. Und mit dem Block? Auch nicht. Okay. Ein Ball. Ein kleiner Plastikball. Kannst du den mitnehmen? Da komme ich nicht. Mit dem Pflock? Mit dem Regenschirm? Okay. Sonst haben wir, glaube ich, nichts. Nee. Okay. Ja, dann noch ein Autoreifen. Ein alter Autoreifen. Kannst du damit irgendwas machen? An den Reifen komme ich nicht ran. Mit dem Regenschirm vielleicht? Oder mit dem Pflock? Okay. Und ein Affe. Süß. Okay. Auch wenn er einen wirklich putzigen Eindruck macht. Meine Hand halte ich da bestimmt nicht rein. Gut, okay. Ja, wenn er so süß ist. Gut. Dann geht da irgendetwas? Können wir da irgendwas machen? Können wir vielleicht einen Hula-Hoop-Reifen den Affen geben? Nee, okay. Gut, ja, sonst fällt mir da erst auf die Schnelle nichts ein. Gehen wir wieder zurück und gehen wir mal da lang. Ah, da ist der Stein. Da ist einer der gesuchten blauen Steine. Bewacht von einem lieblichen Krokodil. Es stellt sich also die nicht ganz irrelevante Frage, wie soll ich da bloß rankommen? Wenn wir theoretisch, nur theoretisch, den Affen freilassen und da irgendwo freilassen, nur theoretisch. So, eine Tröte. Eine kleine Tröte. Mach Tröt! Okay, nimm die mal mit. Gut, jetzt haben wir eine Tröte. Wozu auch immer wir eine Tröte jetzt haben. Dann haben wir da ein Schild. Offenbar handelt es sich bei diesem Prachtexemplar um ein Nilkrokodil. Es markiert sein Revier durch Vibrationen im Wasser und killt absolut brutal, wenn Gnus in seine Nähe kommen. Okay, müssen wir irgendwie den Boden zum Vibrieren bringen? Keine Ahnung. So, dann haben wir den blauen Stein. Na, stehen bleiben. So, den blauen Stein. Das müsste einer der gesuchten Steine sein, was ein geübter Weltenretter schon daran erkennen kann, dass er durch Stacheldrahtzaun und ein bissiges Krokodil gesichert ist. Wäre ja sonst auch zu einfach.
Ach ja, da ist ja ein Zaun auch noch, okay. Und das Krokodil. Wenn ich mir die Zähne so anschaue, dann halte ich Schnappi definitiv für einen unpassenden Krokodilsnamen. Zerfetzi wäre vermutlich treffender. Definitiv. Okay, kannst du das Krokodil mitnehmen? Hallo, mein liebes Krokodil. Könntest du mir einen Gefallen tun und dich möglichst weit von dem blauen Stein dort entfernen? Nein? Schade. Wie locken wir das Krokodil weg mit der Tröte? Ich glaube kaum, dass sich das Krokodil mit einem einfachen Tröten vertreiben lässt. Mhm. Nagellack? Nee. Abschießen? Da drin ist nicht Pfiffi der Zwergpinscher und Krokodile apportieren keine Bälle. Okay. Hula-Hoop werfen? Nee. Und will er Zeitung lesen? Auch nicht. Gut. Regenschirm auch nicht. Braucht er einen Teddy? Vielleicht hält es den Teddy tatsächlich für potenzielle Beute. Aber wenn ich ihm das Bärchen einfach vor die Schnauze werfe, wird es vermutlich nicht ausreichend abgelenkt, damit ich mir den blauen Stein halbwegs ungefährdet aus dem Gehege holen kann. Okay, können wir dann... sehen wir uns das Wasser Baden mal an? Möchte ich hier nicht. Dafür sind mir zu viele Krokodile in der Nähe. Mhm, können wir vielleicht den Teddy da einfach reinwerfen? Böse dreinschauender Teddy gegen Krokodil. Interessantes Duell. Viel Glück, Teddy. Du wirst es brauchen. So, das Krokodil ist mal weg. Können wir jetzt einfach so den Stein nehmen? Wahrscheinlich nicht. Das müsste einer der gesuchten Steine sein, was ein geübter Weltenretter schon da... Okay, das heißt, wir müssen jetzt noch irgendwie ins Gehege kommen. Gut, das Krokodil. Wenn ich mir die Zähne... Okay, zeigt sie dasselbe. Gut. Dann gehen wir da mal lang. So, was haben wir denn da noch? Das Boot. Das kleine Motorboot ist dermaßen festgezurrt. Da scheint wohl jemand auf Nummer sicher gehen zu wollen. Das sieht aber nur nach einem einfachen Seil aus. Aber wir haben noch nichts Scharfes, außer dem Block. Aber damit können wir das Boot nicht befreien. Den Regenschirm auch nicht. Okay, gut, dann haben wir noch Wasser. Baden will ich hier nicht. Dafür. Achso, das sagte sie, glaube ich, schon. Gut, dann... Huch! Sorry, jetzt bin ich kurz mit der Maus rausgekommen. So. Dann schauen wir mal zum Elefanten. Da haben wir eine Schachtel. Eine leere Futterbox mit Resten von Erdnüssen. Okay, kannst du die mitnehmen? Ja, das geht. Können wir die Dose mit Erdnüsse füllen? Nee, okay. Könntest du da reinschauen? Eine leere Futterbox mit Resten von... Okay, gut. Ich dachte... Ah, die Tröte als Trichter? Auch nicht, okay. Hm, schade. Zwei gute Ideen, aber keine einzige funktioniert. Na gut. Dann ein Schild. Ein afrikanischer Elefantenbulle. Erkennbar an den im Vergleich zum asiatischen Elefanten deutlich größeren Ohren. Weitere Unterschiede sind die fliehende statt der hochgewölbten Stirn sowie der Sattel statt des Buckelrückens. Wieder was gelernt. Man lernt da nie aus. So, okay, der Elefant. Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass ein Tier mit so viel Kraft so friedlich und schon fast kuschelig wirkt. Hm. Gut, kannst du da was machen? Der ist einen Tick zu schwer zum Tragen. Na okay. Ein Baum? Wenn ich mir die ganzen Käfer auf dem Baum anschaue, dann könnte man fast meinen, dass es sich hierbei um ein freistehendes Borkenkäfergehege handelt. Also der Baum, da ist ein Riss. Der Baum sieht so künstlich aus, dass ich jetzt schon weiß, dass wir damit irgendwas noch machen können. So, ein Vogelnest. Das Nest scheint verlassen zu sein. Womöglich müssen wir den Baum sogar zerschneiden. Natürlich könnte ich ohne Probleme da hochklettern, aber ich glaube, ich will das jetzt gar nicht. Nö, ich glaube nicht. Ja gut, haben wir irgendetwas zum Schneiden, eine Säge oder so? Wieder nicht in der Haus. Okay, gut. Ansonsten mit dem das Nest, wo haben wir den Regenschirm, vielleicht irgendwie das Nest runterwerfen? Nee, mit dem Flock auch nicht. Okay, gut, dann gehen wir mal zurück. Der braucht Enten, da ist eine Statue, okay. Wir könnten kurz nochmal zum Affen schauen. Brauchen wir irgendetwas davon? Hm.
Können wir die Dose vielleicht irgendwie hineingeben? Da ist der Ball. Nee. Loch, Riss. Der Tröte irgendetwas machen. Glaub nicht, dass ich dieses Tier durch mein Tröten besorge. Okay. Na? Da irgendetwas? Nee. Und mit den Erdnüssen? Na? Geht auch nicht. Jetzt das nicht funktioniert mit der Dose. Das wundert mich. Aber gut. Geht halt nicht. Dann zurück nach Paris und nicht zum Friedhof, zum Gefängnis. Da waren wir jetzt noch nicht. Okay, so, was haben wir denn da? Ein Bild. Der französische Staatspräsident mit seinem fotogensten Lächeln. Okay. Ein Mülleimer. Egal, was da drin sein mag, ich fass nicht rein. Und damit hier ja keiner auf dumme Ideen kommt, wird diese Option gar nicht erst angeboten. Ja, man sieht's. Okay, da ist die Polizistin. Die linke Maustaste ist nicht farbig markiert, also da kann ich wirklich nichts machen. So. Außer hingehen. So, da ist ein alter Röhrenbildschirm. Und eine Polizistin. Mittelmäßig schön, mittelmäßig alt, mittelmäßig angezogen. Alles in allem ziemlich mittelmäßig. Okay, mit der reden wir gleich. Ein Waffenschrank. MGs, Handgranaten, Maschinenpistolen und jede Menge Munition. Scheint hier keine besonders ruhige und friedliche Gegend zu sein. Okay, kannst du da was mitnehmen? Wenn ich mir da jetzt ein paar Waffen rausnehme, muss ich womöglich noch eine dieser stumpfsinnigen Sumpfhuhnballereien zocken, was mich zu Tode langweilen würde. Außerdem hat mir der Lead-Designer Minispiele strikt verboten. Okay. Wie hieß Moorhuhn, genau, Moorhuhn gab's da ja, was ja ein richtiger Hype damals war, glaube ich. So, eine Pinnwand. Lauter Hinweise für die Bürger, wie sie sich zu verhalten haben. Im Falle von Problem, Unernst, Über, Not und anderen möglichen und unmöglichen Fällen. Okay. So, dann haben wir da noch zwei Zellen. Eine Ausnüchterungszelle. Sie ist leer und auch ansonsten ist nichts Besonderes zu sehen. Kannst du da reingehen? Die Zelle ist zu und ohne Schlüssel wird man da auch nicht reinkommen. Mal angenommen, in einer dieser Zellen ist der blaue Stein. Dann heißt das wiederum, dass wir uns wieder mal betrinken müssen. Okay. Ist das auch eine Ausnüchterungszelle? Eine Ausnüchterungszelle. Wenn mich nicht alles täuscht, dann müsste da hinten an der Wand einer der gesuchten Steine sein. Und wenn wir das machen, müssen wir auch hoffen, dass wir in die richtige Ausnüchterungszelle kommen. Die Zelle ist zu und ohne Schlüssel wird man da auch nicht reinkommen. Okay, gut. So, jetzt reden wir aber mal mit der Polizistin. Hallo, ich hätte da mal eine Frage. Ja? Ja, ich müsste in einer dieser Zellen rein. Die Zelle da vorne rechts. Kann ich da vielleicht mal kurz rein? In die Ausnüchterungszelle? Was wollen Sie denn da? Sind Sie etwa betrunken? Ja. Ja, ich bin sternhagelvoll. Ach ja? Dann hauchen Sie mich mal an. Sie sollten vielleicht mal Ihr Mundwasser wechseln. Aber betrunken sind Sie mit Sicherheit nicht. Okay, ein Versuch war es wert. Mehr können wir da jetzt nicht mit dir reden. Hallo, ich hätte... Ja? Die Zelle in die Wir sagen mal nein. Nicht, dass ich wüsste. Sehen Sie? Also, warum sollte ich Sie dann in eine Ausnüchterungszelle stecken? Weil, Schön, dass wir mal drüber geredet haben. Warum sagen wir nicht einfach, dass wir uns den blauen Stern ansehen wollen? Kann ja nichts dagegen sprechen, theoretisch. Aber gut. So, und die dritte Gesprächsoption probieren wir natürlich auch noch Hallo? Aus. Hallo? Ja. Vielleicht. Ich weiß es nicht so genau. Ich bin mir nicht ganz sicher. Na, dann überlegen Sie sich das Ganze nochmal. Ja, werde ich machen. Okay, gut, das heißt, wir brauchen einen Schnaps, damit wir eine Fahne haben. Gut, aber dann können wir da jetzt wieder raus.